Hallihallo und zurück, ja. Und willkommen zurück in der Operation Schwarzer Held. Ich glaube, so hieß die Operation. Ich guck nochmal gerade. Ja. Alien-Terrorangriff. Und, ja, wir müssen jetzt schauen, dass wir die Aliens hier irgendwie wegkriegen. So, ich würde vorschlagen, wir bewegen uns erstmal nach hier oben. Damit retten wir einen Zivilisten. Haben aber auch Schuss auf diesen hier. Wobei, macht das Sinn denn vielleicht? Ja, wir machen mal das. Mit Holo-Zielen. Bewegen wir uns mal noch hier hoch. Kriegen jetzt hier eine 93%ige Trefferchance. Oh. Da haben die 7% gegriffen. Das ist natürlich ungünstig und auch ungewöhnlich eigentlich. Ups. Und haben noch einen Versuch. Da bleibt ein Trefferpunkt übrig. Mehr als nur ärgerlich. Mehr als nur ärgerlich. Und da... Okay. Kriegt Tracy Beschuss ab. Nahkampfspezialist. Sehr schön, Castillo. Bam, schießt er einfach gnadenlos diesen Zivilisten über den Haufen. Und weißt du, mein Lieber, das hier war ein bisschen dumm von dir. Und ich zeige dir jetzt auch, warum. Ich bin schon auf dem Weg. Weißt du, ein Mac ist zwar nicht so gefährlich mit der Waffe, auch wenn er damit schon gefährlich genug ist, aber womit er noch gefährlicher ist, ist hiermit. Verstanden. Bitte gern geschehen. So, okay. Castillo hat leider keine Munition mehr. Und der hier ist leider nicht verletzt genug, um gepulsbogt zu werden. Wir gehen trotzdem mal nah genug ran. Alles wieder im grünen Bereich. Okay. Wir schalten mal auf Flug um. Also der Treibstoff scheint sich zu generieren nach einer Zeit, das ist ganz nett. So, okay. Bis hier können wir hinfliegen. Machen wir das doch mal. Du kannst dich nicht in der gleichen Runde bewegen, genau. Ja, Moment mal. Kann ich mich denn jetzt noch weiter bewegen? Ja, ne? Noch eins höher vielleicht. So hier hin. Okay. Da muss Gary jetzt in halbe Deckung. Hat aber dafür ein relativ... Ja, okay. Ich dachte eigentlich, der Schuss wäre besser. Na gut. Macht aber Schaden, sehr gut. Und zwar auch einiges an Schaden. Wilson spurtet mal hinterher. Die kriegt auch gar keine Erfahrung mehr irgendwie, ne? So. Sam geht mal noch einen Schritt nach vorne und hält den Feldposten, nur falls der sich bewegt. Ansonsten würde ich vielleicht gerne versuchen, den zu schocken. Mit dem Pulsbogen. Okay. Tracy kümmert sich mal um den Zivilisten hier. Los, die Zeit drängt. 4 sind noch übrig. Okay. Wilson, näher ran. Okay, wir sehen ihn. Er fliegt dort oben. Ist aber wahrscheinlich nicht schockbar. Oder? Das müssen wir jetzt ausprobieren.
Wir haben nur eine 49%ige Trefferchance, ist ja doch besser als nichts, denke ich. Commander, die Operation war ein Erfolg. Sehr schön. Die 49% haben ausgereicht, wir haben 10 Aliens getötet und 7 von 18 Zivilisten verloren, also 11 gerettet. Das ist auch gut. Und hier oben sehen wir noch unsere Scharfschützen in der Luft fliegen. Damit haben wir auch mal die Erzengelrüstung in einem im Einsatz gesehen. Sehr cool. Durchweg ausgezeichnete Arbeit. Wieder eine beeindruckende Leistung unserer Truppen. Jetzt haben wir auch Colonel Castillo. Herzlichen Glückwunsch zur Beförderung. Die Fähigkeit Sturm und Schuss sorgt für den Rest der Runde auch für plus 50% mehr kritischen Schaden oder bietet Immunität gegen kritische Treffer. Hier, das wäre vielleicht ganz angenehm. Nehmen wir das mal. Und Emily Wilson wurde befördert zum Corporal. Sprinter oder Feuerschutz? Erlaubt Reflexschuss auch bei gegnerischem Angriff. Ich wäre immer noch für Sprinter. Ich finde das immer noch sehr, sehr mächtig. Ihre Männer haben ein Händchen dafür, Aliens lebend gefangen zu nehmen. Ich hoffe, Sie wissen, wie wichtig Ihre Arbeit für uns ist. Bitte danken Sie Ihren Truppen von mir. Werde ich nochmal tun, das ist kein Problem. Danke, liebe Truppen. Vor allen Dingen natürlich Castillo. Wir haben den schweren Schweber hier verhört. Quatsch, wir haben den noch und können den jetzt verhören, so. Wir haben noch schwere Schweberleichen. Schweberleichen, Illyrium, Alienlegierung, Waffen, Fragmente, Meld und so weiter. Sehr, sehr gut. Panik in Frankreich um 2 geschwächt und in Europa. Denken Sie daran, wir behalten Sie im Auge. Und sogar Russland gehört in diesem Fall zu Europa, das heißt, wir haben da auch schon wieder nicht mehr ganz rot, sondern nur noch 4 von 5 Balken, das ist sehr, sehr praktisch. Die ersten Satelliten kommen nämlich erst in 4 Tagen. Okay, dann verlegen wir die Jäger jetzt nach Europa. Ja. Commander, es gibt mehrere Berichte über neue Entführungen. Die Orte sind auf dem Hologlob markiert. Wir haben Kanada, Argentinien und Mexiko. Ich würde sagen, wir nehmen Argentinien, die haben 2. Moment, ich gehe mal eben ins Lagezentrum schauen. Argentinien, Brasilien. Kanada ist kein Problem. Und was war das letzte? Keine Ahnung. Das hier? Ist auf jeden Fall alles unkritisch. Bis auf Europa ist alles tatsächlich unkritisch und Argentinien und Brasilien sind noch die, die am ehesten geschützt werden müssten. Ah ja, Mexiko ist auch hier oben. Ja, okay, gut. Das ist ja kein Problem. Dann machen wir das nämlich so. Okay. Sam ersetzen wir dann wieder durch... Wann war denn Dragul das letzte Mal dran? Ja, Dragul ist auch noch kein Colonel, dann nehmen wir ihn nochmal mit. Und Castillo ersetzen wir dann nochmal durch JV, der auch noch kein Colonel ist, damit wir die so langsam alle dann auf den obersten Stand kriegen. Wäre ganz schön. Schwerer Laser, Nanofaserweste und Scope. Sieht schick aus, Dragul. Definitiv, meine Güte, was ist denn los jetzt? Definitiv, Legierungskanone, Nanofaserweste, Pulsbogen. Oioioioioi, also wenn mir so ein Soldat begegnen würde hier. Also die beiden hier sehen tatsächlich noch nicht, nicht mehr so gefährlich aus wegen ihren Genmodifikationen. Gut, das, also, naja, das Ding zu sagen wäre jetzt gemein, aber Tracy sieht auch ziemlich furchteinflößend aus. Aber auch wenn so ein Dragul oder so ankommt, da hast du ja auch, weiß ich nicht, also, mir wäre da nicht so ganz wohl mit. Habe ich jetzt überhaupt den richtigen Einsatzort gewählt? Doch, habe ich. Wissenschaftler sind eh gut. Wir landen. Auch wenn das Geld wahrscheinlich besser gewesen wäre wegen dem Projekt, das wir umsetzen müssen, aber
Ist okay. Unser nächstes Ziel heißt Argentinien. Dort scheint die Lage am bedrohlichsten zu sein. Eine lokale Übertragung deutet darauf hin, dass die Aliens in einem großstädtischen Gebiet operieren. Wir müssen darunter und alle Feinde ausschalten. Wir sind dran. Hier spricht Big Sky. Strike Team hat das Einsatzgebiet erreicht. Erbitten Einsatzfreigabe. Angekommen, Big Sky. Strike One hat Erlaubnis zum Angriff. Okay, wir haben die Erlaubnis zum Angriff. Wir haben es gehört. Lage checken. Links sehr freies Feld. Rechts einiges an Autos und LKWs. Wie weit geht es nach rechts rüber? Nach rechts sehr viel Platz. Nach links nicht ganz so viel, aber auch relativ viel Platz. Ich würde trotzdem ein Vorgehen über rechts vorschlagen. Beziehungsweise so ein bisschen in die Mitte uns bewegen. Ich bin schon auf dem Weg. Okay, Tracy als erster Feldposten. Die Sache ist, wir wissen nicht, von wo was kommt, ne? Heißt am besten, so ein bisschen in alle Richtungen absichern. In Bewegung. X-Rays gesichtet. Okay, wir haben also zwei Sektoiden und den Mac. Heißt, wir gehen in Feldposten und warten darauf, dass er näher kommt. Und dann schauen wir mal, was das gibt. Meine Güte. Jawohl, sehr schön. Das finde ich etwas schade, dass dann immer alle gleichzeitig schießen. Macht aber natürlich auch Sinn, weil die reagieren. Das ist ja ein Reflexschuss. Das ist ja nicht einfach nur so. Okay, jetzt müsste. Die beiden, okay. 7 Schaden, sehr gut. Noch einen Schaden, dann könnte man einen kinetischen Schlag anbringen, wenn er nah genug rankommt. Das ist der zweite. Der hat einen Feldposten. Das ist schlecht. Ah, wir könnten sogar einen kinetischen Schlag anbringen. Wir laufen dann nur in den Feldposten von dem kleinen Viech rein. Kriegen wir das kleine Viech kaputt? Ich weiß nicht, ne? Ob wir Emily Wilson nach vorne schicken sollen. Man könnte sie ja nach hier ziehen, aber dann gelangt sie in den Feldposten und steht im Schussfeld von dem. Aber JV müsste doch den Reflexdingens haben, ne? Könnte man ihn dann nicht nach hier holen und dann auf ihn schießen lassen? Okay, wir schießen erstmal auf ihn. Haben wir schon mal versucht, so einen Mac zu betäuben, eigentlich? Mal so gefragt. Versuchen wir es so. Sehr nice. So, Tracy. Ich mache mich auf den Weg. Wie geht es dir, mein Lieber? Okay. Gut, das war so ein harter Kampf, dass sie davon tatsächlich 6 Schaden davon getragen hat. Aber es war, denke ich mal, auch ganz gut zu wissen, dass das dann doch funktioniert. Mac gegen Mac. Da habe ich mich im ersten Moment gar nicht drüber nachgedacht, dass das vielleicht Probleme geben könnte. So. Einmal platzieren. Wir decken jetzt nochmal nach da oben so ein bisschen ab. Und Perez bewegen wir mal noch. Obwohl, nee, das geht ja gar nicht, ne? Ja gut, nee, dann,
bewegen wir noch Gary nach vorne. Und gehen in den Feldposten und ja, du bist dann fertig, würde ich sagen. Hier oben soll Meld sein. Jawohl, ich sehe es. Ich sehe es. Dann gehen wir mal hier hin. Wieder ein Mech, okay. Wir werfen jetzt einfach mal hier eine Annäherungsmine hin. Mine ist gelegt. Weil wir haben ja gerade die Mittel dafür. Wir müssen so ein bisschen auf Tracy natürlich aufpassen. Das heißt, Emily wird mitplatziert. Das ist natürlich der Vorteil an Unterstützern. Das finde ich eben das Geniale. Unterstützer sind nicht nur reine Heiler, sondern Unterstützer sind genauso auch wirkliche Unterstützer. Das heißt, sie können relativ schnell vom Schlachtfeld auf andere oder auf dem Schlachtfeld auf andere Positionen wechseln, um eben ihren Soldatenkollegen zu helfen. So. Wo kannst du jetzt hin? Hier kannst du noch hin. Okay. Jetzt ist die Sache. Mit voller Deckung kann er nicht schießen, wenn da irgendwas passiert, ne? Wenn ich das richtig im Kopf habe. Egal, dann können wir ihn vielleicht in der nächsten Runde besser platzieren. Weil es vielleicht auch ein bisschen gefährlich ist, unsere beiden Unterstützer nebeneinander zu stellen, aber das sei jetzt mal so. Ich weiß nicht, ob hier links noch was ist. Da bin ich jetzt noch. Wir gehen jetzt mal so. Okay, sieht noch gut aus. Sieht noch gut aus. Hab's gehört. So, wir haben jetzt sehr viel bewegt und wenig Feldposten. Aber ich glaube nicht, dass die sich hier rantrauen. Okay, die schon. Oh, er sieht das. Das ist natürlich cool. Ja, sie trifft leider auch nicht. Aber er hat die Bewegungsmine ausgelöst. Jetzt kommt der Mech natürlich näher. Schießt der oder geht er ran? Nein, er schießt. Au. Wir müssen Tracy da rausholen auf jeden Fall. Der schießt jetzt auch noch, ne? Ne, der bewegt sich noch, okay. Wir müssen Tracy hier auf jeden Fall rausholen. Das ist nicht gut. Wir holen sie am besten zurück nach hier. Dann haben wir hier Deckung. Dann kann sich Gary daneben stellen. Nein, der Feldposten. Den habe ich vergessen. Alter. Wir haben hier eine 84-prozentige Trefferchance. Und der muss natürlich auch weg. Das versuchen wir einfach mal. Sehr doof. Okay. Rekonfiguriere Zielmatrix. Bin unterwegs. Du stellst dich mal hier neben. Und heilst mal. Das wird wehtun. So, Dragul, auch dich müssen wir in Schussposition bringen. Hier stehst du aber nicht ganz so gut. Wir müssen mal schauen. Vielleicht kannst du von hier was ausrichten. Kannst du. Mit einer 73-prozentigen Trefferchance. Sehr gut. 10. Perfekt. Definitiv sehr, sehr gut. In Bewegung. So, dich bewegen wir jetzt auch in das Schlachtfeld direkt rein. Da hättest du eine 90-prozentige Trefferchance und hier eine 100-prozentige.
Leider keine kritischen Treffer möglich. Aber viel Leben hat er nicht mehr. So, dann gucken wir mal, was unsere... kann ich hier irgendwie auch dran an sie? Ja. Schauen wir mal, was sie tut. Sie kann da schießen, da schießen und da schießen. Dann würde ich sagen, setzen wir hier mal einen 10-Schadenschuss an. Mit kritischem Treffer. Sehr, sehr gut. Und jetzt ist die Frage, was hast du? Du hast die besten Chancen auch da vorne. Wir könnten dich aber auch nach hier holen. Aber dafür muss das Viech erst weg. Okay, dann würde ich sagen, du schießt auf den. Ich denke, der war eh die größte Gefahr hier an dieser Stelle. Sehr gut, dann können wir nämlich Serrano nach hier vorne vielleicht ziehen. Und jetzt ist die Frage, wer ist gefährlicher? Ich würde mal ihn vermuten. So. Ah ja, das habe ich gar nicht gesehen. Das ist natürlich optimal. Das ist ein verzweifelter Versuch, meine Lieben. Das ist ein verzweifelter Versuch. Ja, kann sie von hier schießen? Das ist, wäre jetzt die Frage. Ich stelle sie jetzt mal nur in halbe Deckung. Ja, schade, leider nicht. Ja, der wird sich nicht bewegen. Er hält ja gerade jemanden nieder. Guck mal, Dragul, ob du drankommst. Tust du. 63%. Sieht gut aus. Okay, das Niedergehalten hat sich damit auch. Wir gehen mal weiter nach vorne. In den Feldposten. Und... So, jetzt die Sache. Kannst du irgendwie runterkommen vielleicht? Triebwerk wird gekühlt. Okay. Bin unterwegs. Dann kann sie nicht mehr schießen, aber das ist sowieso in Ordnung. Und Gary heilt nochmal 10 TP von Tracy. Stell dich nicht so an. Geh wieder raus. Ich glaube, sie stellt sich nicht an, mein Lieber. Aber sehr gut. Dann würde ich sagen, reicht das auch für diese Folge. Wir werden auch diese Mission, denke ich mal, noch abschließen können. Vielleicht nicht ganz ohne Probleme noch. Das weiß ich nicht, aber so viel Aliens kann es ja eigentlich nicht mehr geben. Deswegen bin ich da frohen Mutes und ich denke, das färbt auf unsere Soldaten ab. Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Vielen Dank fürs Zuschauen und bis dann.